Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen BeamG2 Video und heute testen wir mal einen Mod und zwar den MAN TGS Euro 6. Genau, es gibt mega viele Versionen. Ich habe keine Ahnung, welche wir nehmen sollen. Ich sag einfach mal, wir nehmen jetzt direkt die hier und legen mal direkt los. Ich hoffe, das braucht jetzt nicht zu extrem lange, bis der Wagen gespawnt ist. Wäre jetzt nicht so cool. Okay, es hat relativ lange gedauert, aber doch nicht so extrem lang, Gott sei Dank. Innenraum. Sieht mega gut aus. Mein Controller spinnt wieder ein bisschen. Danke dafür. So, wo crashen wir dich denn mal? Wo crashen wir dich mal? Komm. Machen wir hier mal ein bisschen so einen kleinen Überschlag. Das war auch schon nicht so schön für ihn. Was können wir denn noch machen hier? Fahren wir mal. Machen wir mal den Speedbump-Test. Gucken wir mal, wie er ihn besteht. Oh Gott, Junge. Wir fahren nicht mal so schnell und er hat schon sehr zu kämpfen auf jeden Fall. Sehr interessant. Was machen wir? Wir fahren mal gegen das BeamNG-Logo, damit wir mal einen ganz coolen Crash haben. Tatsächlich. Und bam. Au, oh Gott. Und dann noch Front. Oh Gott. Und dann noch ein Frontflip, Alter. Einfach noch ein Frontflip hinterher. Wir haben ja noch genug Versionen. Dann lass uns noch ein paar Versionen austesten. Wir haben ja echt genug Versionen von diesem Ding. MAN TGS. Nehmen wir mal die Cargo-Box-Version. Kann vielleicht ganz interessant werden. Kann man, glaube ich, auch sogar aufmachen. Yo. Kann man. Geil. Könnte ich jetzt theoretisch ein Auto reinfahren oder so. Wenn ich das möchte. Und da fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen zur Ladung und gucken, wie wir da durchkommen. Wahrscheinlich nicht so extrem gut. Ne, wir fliegen schon ein, aus Versehen. So. Okay, es geht. Ah. Noch geht's. Okay. Okay, hält sich in Grenzen. Also man kann es machen. Sollte man aber nicht immer machen. Jetzt crashen wir ihn aber auch nochmal. Okay, das war jetzt echt nicht spektakulär. Dann fahren wir einfach geradeaus gegen die Wand und gut, Alter. Komm, die Wand. Die muss uns jetzt zerstören. Wir wollen einen Crash sehen. Let's go. Es sieht gar nicht, es sieht nicht so schön aus, aber wir fahren noch. Er fährt einfach noch. Nice. Mega, mega witzig, lol. Okay, dann würde ich mal sagen, spawnen wir uns noch eine andere Version. Wir haben ja mehrere Versionen. Wir wollen ja hier mal alle so ein bisschen durchprobiert haben. Ne, wissen, wie sie fahren, was sie tun. Ich würde mal sagen, ganz witzig wäre, wenn wir mal hier so einen Offroad-Dumper nehmen. Replace, please. Oh, sieht auch ganz nett aus, aber der Wagen ist echt schön gemacht. Hat auch eine Truck-Hupe, nicht wie manche andere Fahrzeuge, eine normale Hupe. Innenraum ist auch ganz schön. Tachometer und all der Kram funktioniert. Sieht auf jeden Fall detailliert aus. Spiegel, Spiegel, naja, funktionieren zwar ein bisschen, nicht so aber nicht so extrem krass. Dass ich sagen würde, geil. Im Innenraum würde ich echt lieben fahren. Nein, die Spiegel, ja. Oh Gott. Oh Gott, hat uns das zerstört. Aua. Wir fahren noch irgendwie ein bisschen. Aber nicht mehr so gut, Jungs. Uff. Wir können ja einfach mal sagen, wir spawnen jetzt einfach mal ein neues Auto. Ich weiß gar nicht, warum ich mit Controller überhaupt spiele. Ich könnte auch einfach mit Tastatur spielen. Großer Unterschied ist da jetzt nicht. Aber egal. So, dann haben wir jetzt uns mal hier einen, was war es nochmal? Wie heißt das? Zementmixer, genau. Zementmixer gespawnt. Kannst du mal ein bisschen näher angucken hier. Nein, mein Controller ist disconnected. Okay. Scheiße! Au, oh, mein Controller ist aus irgendeinem Grund auch immer disconnected. Ah, warte mal. Wir brauchen keine Kabine, denn der Wagen fährt noch. Let's go, Alter. Der Truck fährt einfach noch. Was ist los? Perfekt, Junge. Ja, komm, let's go. Nehmen wir eine Rampe mit hier, die große direkt. Direkt die große. Also halb mitgenommen, ne? War auf jeden Fall nicht so lecker für den Wagen. Vehicles. Wir könnten ja auch eigentlich mal auf eine andere Map gehen und mal Traffic spawnen und in der Traffic ausprobieren. Könnten wir echt gerne mal machen. Ich teste noch eine Version, würde ich mal sagen, kommen die hier. Und dann gehen wir mal auf eine Map, wo wir Traffic spawnen können. Ich spiele jetzt einfach ohne Controller, weil der disconnected die ganze Zeit. Das geht mir voll auf den Senkel, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Dann spielen wir halt mit Tastatur, dann ist es halt so meine Fresse. So. Dann... Keine Ahnung, wo es zerstören wird. Ich fahre mal einfach mal geradeaus, weil dir passiert was. Oh Gott, ein Stein. Au. Aber uns geht irgendwie noch relativ gut, Alter. Au. Au.
Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ab die Offroad-Strecke runter, Junge. Uff. Okay, und mit diesem schönen Crash würde ich sagen, gehen wir auf eine Map, wo wir Traffic spawnen können und sehen uns gleich wieder. So, wir sind auf einer Map, wo wir Traffic spawnen können. Traffic ist gespawnt und ich würde sagen, wir hauen direkt mal rein aufs Gas und mal gucken, was hier so Gutes an Crashes passiert oder sowas. Vielleicht wären es ja auch realistische Crashes, je nachdem, was hier passieren wird. Da können wir nur super ausweichen. Wir fahren gleich 120 schon. Oder 120 km/h gleich stabil. Für einen Truck. Oh, Slow Motion Crash. Oh, oh, aua, das hat sehr fett zerfetzt, obwohl es mir nur so leicht gestriffen haben eigentlich. Gar nicht so extrem. Oh, und den nehmen wir auch noch mit. Ganz gediegen nehmen wir den mit. Oh Gott, Junge, aua. Und jetzt noch schön gegen die Laterne. Mmh, Bruder. Das war ehrlich gesagt nicht so schön. Wir sind leicht am Arsch. Und ich würde sagen, der Barstow hört sich auch kaputt an, aber Hauptsache der Motor funktioniert noch. Ah, Digga, das hat wehgetan. Aua, aua. Ich würde sagen, wir fahren einfach nochmal mit derselben Version weiter. Gucken, was so passiert. Ich wollte gerade sagen, ich nehme einfach mal den Truck mit, aber das kriege ich nicht. Der ist schon dran vorbei. Sonst hätte ich einfach mal Truck gegen Truck. Das war knapp. Truck gegen Truck gemacht. Hallo Barstow, dich haben wir gerade eben zerstört, nur in einer anderen Farbe. Komm. Truck. Wow. Das hat mir erstaunlich wenig zugetan, gemacht. Oh, mal ein bisschen wegrammen hier an Autos und Fahrzeugen. Oh, unser Kühler ist am Arsch, scheiße. Naja, egal, alles gut, Digga. Let's go. Weiter geht's. Der Reise. Come on. Ja, komm, der ist doch nichts im Arsch. Jo, den haben wir einfach mal easy zerstört. Und nochmal ein Truck, den können wir easy mitnehmen. Bam. Access House damaged. Ich höre keinen Unterschied. Aber in Ordnung. Das Teil will ich nicht mitnehmen von uns. Ach, wir haben zwei Barstows. Okay. Den mal noch hier mitnehmen. Den noch hier gegen zerquetschen, Alter. Okay. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Wieder vorwärts, wieder vorwärts, wieder vorwärts. Nehmen wir noch den Zahnbus mit. Bam. Bruder, ganz easy, wie wir die zerstören. Wir sehen halt auch echt noch in Ordnung aus, eigentlich so. Ja? Alter Junge. Okay, jetzt der steckt ein bisschen bei uns fest. Ah, kein Problem, haben wir auch abgehangen. Der hängt nicht mehr an uns fest. Nice, 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 nice. Da kommt wieder ein Truck, den nehmen wir auch mit, Jungs. Jungs und Mädels, den nehmen wir mit. Oh, aua, okay. Das hat uns leicht jetzt ein bisschen zerstört. Aber warte mal, ich glaube, wir fahren noch. Oh ja, wir fahren noch. Wenn wir hier rauskommen, fahren wir noch. Ja, wir fahren noch. Easy Snack. Gar nichts. Wir haben drei Trucks jetzt sozusagen schon mitgenommen und leben immer noch und fahren immer noch, Digga. What the fuck? Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Ah, ja, den Corbin auch mitnehmen. Sunbus auch nochmal. Jetzt nehmen wir noch den DTS mit. Weil in Slow Motion. Uff. Bam. Marshall auch noch. Ich glaube, jetzt hängen wir fest. Jetzt hängen wir ein bisschen fest. Ich komme hier irgendwo noch raus. Okay, vom Solar Vendover haben wir uns schon mal befreit. Jetzt haben wir nur noch den scheiß D15 da im Weg, ums Hängen. Ja, ja, okay, nice. Haben wir weg. Wir sind raus, wir sind befreit. Er ahnte schon, was los ist, aber ich habe ihn mitgenommen. Aber es ist zu langsam, meine Junge. Er fährt halt immer noch, ne? Also Innenkamera sieht nicht mehr so gesund aus, aber wir fahren halt einfach noch. Ja, D15, boah, Junge. Seitenaufprall ist auch manchmal nicht so geil. Ja, voll in die Bäume jetzt. Uff. Alter. Warte, wir fahren immer noch. Wir fahren halt immer noch. Wir fahren halt immer noch. Warte, lass mich los. Wir fahren noch, Jungs. Den Zambus mitnehmen. Oh ja, geil. Den Miramar. Den ETK. Den Barstow. Bam. Ja, den Vendover nochmal eine reinrammen. Komm, den Marshall auch noch. Bam! Perfekt, Junge. Nehmen wir den Corbett auch noch mit. Oh, ich fall dagegen. Oh, jam. Oh, wir haben einen platten Reifen jetzt. Warte, wir fahren immer noch. Ja, moin. Wir haben zwei platte Reifen, wir fahren immer noch. Das nenne ich schon mal ein stabiles Fahrzeug. Stabilen LKW, meine ich. Also, ja, es ist ein Fahrzeug. Ja, komm. Wir machen jetzt so lange, bis der Wagen jetzt sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich gebe auf. Aber er gibt noch nicht auf. Er fährt halt immer noch. Digga, er fährt noch wie eine 1 so. Kühler ist am Arsch, juckt uns aber gerade noch nicht so extrem. Ah, die crashen beinahe schon da vorne. Ach, machen wir den einfach mal. So wäre der Crash gewesen, aber nicht so hart.
Und den Wender aber auch noch mal eine geben. Oh, der fliegt auch mal schön weg noch. Wir haben was eingefressen. Nicht so lecker. Schmeckt uns aber anscheinend gut. Ah, es ist weg. Okay, gut. Ja, gut, er ist respawned. Mirama! Mirama! Boah, aua. Es tut mir so leid, Mirama. Aber ich musste dich einfach mitnehmen. Bisschen zerstören. Für die Leute. Zum Zuschauen. Digga, hallo? Kannst du dich mal entfernen? Können Sie sich mal entfernen? Oh, 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 oh. Nichts mitnehmen. Oh Gott. Okay. Er fährt halt immer noch. Er fährt halt einfach immer noch. Dann fahren wir nochmal als letztes hier nochmal gegen den LKW rein. Komm. Babum. Warum fahren wir immer noch? Digga, what the fuck? Ah, die 15. Barstow. ETK. Marshall. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Der Wagen geht nicht kaputt. Mirama. Wendover. Oh, wir haben jetzt halt eingefressen. Ah, Easy ist wieder weg. Oh. Die 15. Pessima. Covid. Digga, das macht voll Bock. Geht aber nicht kaputt. Er geht einfach nicht kaputt. Bruder, was ist das denn? Bam. Okay, da er nie stoppt, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, denn es lohnt sich. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.